Ich gehe jetzt einfach live. Ich gehe jetzt einfach live. Meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Livestream. Ich hoffe, vom Ton funktioniert alles und vom Bild auch. Aber ich muss sagen, es nimmt langsam Gestalt an. Allein schon die Tatsache, mir fehlen ja auch noch meine Keylights. Also ich habe ja aktuell noch keine Frontbelichtung. Aktuell kommt eigentlich nur LEDs von hier, also ein LED-Streifen unter dem Tisch da, LED-Streifen hier, LED-Streifen da. Und halt das Haar hier. Aber ich habe aktuell noch keine Frontbelichtung. Dafür ist das Licht eigentlich schon voll in Ordnung. Ich habe noch 4 Elgato Keylights, die auf mich warten. Aber die kommen alle später. Und einen Greenscreen habe ich auch noch nicht. Also ich habe eine große Elgato-Lieferung, die nicht von Elgato kommt. Auf die muss ich noch warten. Richtig Baba wird's. Richtig krank wird's, wenn dann hier, also ne, das ist also klar, Kartonsexen, aber wenn dann hier Schloss Hogwarts steht. Und für Schloss Hogwarts gibt es ja auch noch, so ein LED-Set, dass das riesige Lego-Schloss auch noch aus den Fenstern leuchtet. Dann wird's hier erst richtig sexy. Der Typ ist halt einfach GG. So, der ist einfach GG. Einer von Mörser Schergen hat mich bis auf diese Insel hier gejagt. Im Strohhalm. Und dann hat er mich brutal... Wer ist schlauer, du oder dein Chat? Das fragst du noch. In Paper Mario und Lego City bist du manchmal auf uns angewiesen. Lego City ja. Paper Mario nur ganz selten. Aber ich bin ja nur manchmal auf euch angewiesen. Kluge Menschen wissen ja was. Und wenn sie was nicht wissen, wissen sie jemanden, den sie fragen können. Ihr seid quasi nur meine Bitch. Arbeitest du eigentlich? Nee, ich bin arbeitslos. Ich halte nichts von Arbeit. Siehst du gerade Paper Mario The Origami King? Ja, ich habe eine Pre-Release-Version von Nintendo bekommen, aber ich habe Color Splash in den Titel geschrieben, damit quasi Nintendo mich nicht bastelt. Ich habe ein Paket bekommen. Alter, bring rein. Alter, vielleicht sind das meine Keylights. Ja, Leute, ich habe gerade Beleuchtung bekommen. Was glaube ich das? Ganz kurze Stream-Unterbrechung. Jawohl, Alter. Ein Elgato Keylight. Und, meine Damen und Herren, ein Elgato Keylight. Und wer hätte es vermutet, meine Damen und Herren, ein Elgato Keylight. Außerdem, neben 3 Elgato Keylights, ein Elgato Keylight. Ich weiß, diese Essensdiskussionen tauchen immer wieder auf. Apfelstrudel oder Topfen-Quarkstrudel? Was ist besser? Apfelstrudel oder Quark-Topfenstrudel? Okay, sau viel Apfel. Sau viel Apfel. Ab und zu Quark, aber sehr viel Apfel. Krass, okay. Alter, jetzt mache ich den Spielverderber. Ich meine, ich liebe auch Apfelstrudel. Aber wart ihr schon mal Skifahren und habt dann auf der Hütte richtig heißen Topfenstrudel bekommen? Wo dann der Quark drin so richtig sahnig, mousse-mäßig war. Und du trinkst dazu eine heiße Schokolade? Alter, ich bin auf Topfenbasis. Alter, ich muss sagen, was den Strudel angeht, bin ich auf Topfenbasis. Es tut mir leid. Leute, ich habe noch ein Paket bekommen. Ist doch wieder nicht mein Greenscreen. Ah, das sind die Mikrofonarme für meine noch nicht vorhandenen Mikrofone. Ich erinnere mich. Hübi, spiel den Spiegelmodus von DKCR, aber dann spiegelst du dein Videomaterial. Alter, das ist schon ein böser IQ-Move. Den fühle ich. Den Move fühle ich. Echt nice, dass du in deinem unterhaltsamen Wesen so alter und auch Sachen fürs Leben mitgibst. Auch in einzelnen Videos. Das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Danke. Ah, das freut mich. Das ist so der Sinn. Oder um Apache zu zitieren. Wobei, Apache hat es ja wahrscheinlich von mir gebeitet. In seinem Song Matrix singt er ja, dass deswegen haben auch meine Party-Hits ein Touch von depressiv. Und irgendwie genauso, das beschreibt voll meine Videos. Ich mache zwar voll häufig gute Laune-Videos, aber immer wieder kommt mal so, immer wieder muss mal der Real Talk rausgehustelt werden. So, das beschreibt mich eigentlich recht gut. Apache kopiert Hübi. Ist so, Apache ist nur so erfolgreich wegen mir. Mit oder ohne Rosinen? Oder allgemein, warme Rosinen. Yay oder nay? Nee. Yay? Nee. Alle, jetzt rattet der Chat wieder. Ich liebe das. Nee. Okay. Also, es ist mehr Yay, als ich dachte. Aber nee überwiegt auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, so 80-20% irgendwie so. Können wir das einfärben? Aber wie kriegen wir die Farbe da hoch? Oder muss ich da... Na, nee, da muss ich wahrscheinlich wieder in die andere Welt. Aus der Weverse-Welt raus. Kamek hat uns den Pömpel-Lifestyle beschert. Alle meine Karten wurden zu Pömpeln. Gefällt euch das? Das war jetzt schon sexy. Ah, okay. Also ein Fleck schreibt jetzt im ersten Moment nicht irgendwas mit Farbe, sondern ein Fleck ist ja nur... Es gibt ja tatsächlich ein Fleckchen Erde. Und ein Fleck ist ja erstmal nur ein kleiner, wie soll ich sagen, ein kleiner Teil. Also ein kleines Stück auf einem großen, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel eine Insel ist ja auch ein Fleckchen Erde. Das ist ein kleines Stück Erde auf dem gesamten Globus. Genauso ist ja auch ein Farbfleck nur ein kleiner, bunter Klecks auf einem großen T-Shirt zum Beispiel. Ja genau, es gibt den Fleck als Ortsangabe und es gibt den Fleck als Beschreibung für was Schmutziges. In dem Sinne ist farblos Fleck schon richtig. Es ist ein Fleckchen, der keine Farbe hat. Ein Fleck, der keine Farbe hat. Was passiert, wenn man 1000 Euro spendet? Dann bist du 1000 Euro los und ich habe 1000 Euro. Oder du nimmst Überweisungskosten, dann bist du 1001 Euro oder 1005 Euro los, keine Ahnung. Und ich habe 1000 Euro. Boss-Time, guys! Boss-Time! Schau mal, da wo der gelbe Felsen weggerutscht ist,
Vielleicht können wir da rein. Richtig schön ins Ohr rein. Aber natürlich, ich kann den großen Farbschnitt immer stärker riechen. Er muss ganz nah sein. Danke, wir bewachen so lang das Gras. Du weißt schon, dieses eine Gras. Dieser Qual. Kann kaum atmen. Boah, riecht das auch. Schlechte YouTuber überall. Abgehoben. Mario, ich rieche etwas Leckeres aus dieser Höhle. Ich sieh mir das mal an. Alter, das ist so dumm. Wieder reingefallen, was ist das? Das ist, oh Mann. Wie der Spieler ihn immer dazu zwingen will, irgendwas zu tun. Alter, hast du das gerochen? Schon wieder schlechte YouTuber. Boah, widerlich. So, ich klaue ihm mal seinen Grill. So, man nehme den Grill seines Kollegen und quetsche ihn aus. Ist das etwa da ein Toad? Ich habe so lange keinen anderen Toad mehr gesehen. Ich hatte schon fast vergessen, wie wir aussehen. Ich habe auch keinen Spiegel und so. Ich sehe aus wie ein Stück Scheiße. Und eine Frau würde mich auch safe nicht. In dem Zustand auf gar keinen Fall. Du bist der legendäre Kapitän! Sorry. Es tut mir leid an alle meine Nachbarn und meine Familie. Ibims! Die Räudige! Oh nein, nicht die Räudige! Ich warte hier schon lange auf dich. Oh, mal ordentlich. Du bist den ganzen weiten Weg hergekommen, um mich zu... Oh ja, ganz schwieriges Thema. Schau mal, damit kann ich mich... Wir droppen einfach mal ganz easy rein. Wir sliden quasi rein. In den Kampf natürlich, in den Kampf. Und ich finde sexuelle Aufklärung mit Delfinen ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. So viele Münzen gegeben und du siehst kein bisschen glücklich aus. Ich dachte, man kann alles mit Geld kaufen, sogar... Mein Ring hatte ich in seinem Würgegriff. Ich Delfin ja nicht mal. Alter, wenn irgendwann Kinder in Zukunft dann im Urlaub sind und dann so einen Delfin-Sound hören von einem echten Delfin, dann kriegen die posttraumatische Zustände. Mama, warum machen die da Liebe im Wasser? Da kommt man den ganzen Weg zu dieser elenden Insel und verliert. Dabei wollte ich doch nur... Naja, du bist ein Schnuckel. Ciao. Nicht schlecht. Das finde ich einen der geilsten Plot-Twists überhaupt. So, du denkst die ganze Zeit, es ist, keine Ahnung, Wasser oder Sand oder so und es ist einfach ein riesiges Loch. Das finde ich so geil. So, und weil ich glaube, weil meine Toneinstellungen jetzt am Arsch sind, geht es, glaube ich, funktioniert, ich glaube, wird das Endlied gar nicht funktionieren. Können es mal testen, ne? Falls es nicht geht, sehen wir uns gleich wieder. Falls es geht, sage ich tschüss. Ja, genau, da schreibt schon einer, nee. Nee, okay, alles klar. Moment. Wir haben es gleich. Vielleicht könnt ihr noch ein paar mehr in den Chat schreiben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay, ich glaube, ich krieg's doch nicht hin. Oder? Warte, Eigenschaft? Nee. Ja, dann wünsche ich euch... Oh! Nee, Moment. Danke, dass ihr da wart und so, ne? Ihr wisst Bescheid. War voll schön. Musik